Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Moma Camp auf Reisen. Heute senden wir live aus dem schönen Bostad in Südschweden. Das Wetter ist wunderbar, die Sonne scheint und wir sind mit unserem Wohnmobil unterwegs. Begleitet uns auf unsere Reise und erlebt mit uns die Highlights und Geheimtipps der malerischen Region. Bleibt dran und genießt die Fahrt. Heute entführen wir euch in eine kleine, aber charmante Stadt an der Westküste Schwedens, Bostad. Dieser Ort mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, aber er hat eine reiche Geschichte und ein sportliches Ereignis zu bieten, das jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht. Bostad liegt in der historischen Provinz Skåne und ist bekannt für seine wunderschöne Natur mit malerischen Stränden und der beeindruckenden Küstenlandschaft. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Schon damals war Bostad ein wichtiger Handelsplatz. Der Ursprung des Namens Bostads ist nicht ganz geklärt, aber es wird vermutet, dass er von den Wörtern Bode für Hütte und Stad für Stadt kommt. Die eigentliche Berühmtheit erlangte Bostad jedoch im 20. Jahrhundert, und zwar durch die Swedish Open, ein renommiertes Tennisturnier, das seit 1948 hier ausgetragen wird. Dieses Turnier ist ein Teil der ATP-Tour und zieht jedes Jahr im Juli Tennisprofis und Fans aus aller Welt an. Auf den Tennisplätzen bzw. den Sandplätzen von Bostad Tennis Stadium messen sich die besten Tennisspieler der Welt und die Atmosphäre ist immer elektrisierend. Man kann direkt von der Tribüne aus abends bei Flutlichtspielen aufs Meer schauen. Doch Bostad hat noch mehr zu bieten als nur Tennis. Die Stadt ist auch ein beliebter Sommerurlaubsort für die schwedischen und internationalen High Society. Im Juli verwandelt sich Bostad in einen Hotspot der Partyszene mit exklusiven Events, Konzerten und diversen Strandpartys. Die Mischung aus sportlichen Höchstleistungen und luxuriösen Lebensstil macht den besonderen Reiz dieses Ortes aus. Neben dem sportlichen und gesellschaftlichen Trubel ist Bostad auch reich an Kultur und Geschichte. Ein Highlight ist das Bridget Nielsen Museum, das der berühmten schwedischen Opernsängerin gewidmet ist, die in der Nähe geboren wurde. Das Museum bietet einen faszinierenden Einblick in ihr Leben und ihre Karriere. Für Naturliebhaber gibt es zahlreiche Wander- und Radwege in der Umgebung, die zu den schönsten Landschaften Skånes führen. Besonders der Hallandsåsen, sein Höhenzug in der Nähe, bietet spektakuläre Ausblicke und ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten. Neben dem berühmten Tennisturnier und der zahlreichen Geschichte hat Bostad noch viel mehr zu bieten. Lasst uns einen genaueren Blick auf die Sehenswürdigkeiten des Yachthafens und einigen Funfacts werfen. Beginnen wir mit dem Yachthafen von Bostad. Dieser ist ein wahrer Anziehungspunkt für Segler, Bootsfreunde und aus aller Welt. Der moderne und gut ausgestattete Hafen bietet Platz für zahlreiche Yachten und Boote. Und glaubt mir, dort liegen Riesenkräne. Und ein idealer Ausgangspunkt für Segelturns entlang der schwedischen Küste. Die Promenade entlang des Hafens ist gesäumt von gemütlichen Cafés und Restaurants, in denen man wunderbar verweilen und das maritime Flair genießen kann. Besonders im Sommer herrscht hier eine lebendige Atmosphäre, wenn die Boote ein- und auslaufen und die Urlauber die Sonne genießen. Ein besonderes Highlight von Bostad ist die Sauna auf der Seebrücke über dem Meer. Ihr habt richtig gehört, direkt auf dem Meer. Dieses einzigartige Gebäude bietet ein unvergessliches Ergebnis. Saunieren mit direktem Blick auf das offene Meer. Nach einem entspannten Saunagang kann man direkt in die erfrischenden Wellen der Ostsee springen. Eine perfekte Kombination aus Entspannung und Abenteuer. Die Sauna ist ein beliebter Treffpunkt sowohl für Einheimische als auch für Touristen und bietet auch eine wunderbare Möglichkeit, die schwedische Tradition des Saunierens zu erleben. Bostad hat auch kulturell einiges zu bieten. Das Bridget Nielsen Museum, das wir bereits erwähnt haben, ist ein absolutes Muss für Musikliebhaber. Es erzählt die Geschichte der weltberühmten Opernsängerin Bridget Nielsen und bietet interessante Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Aber auch das Kunstmuseum von Bostad, das sich der zeitgenössischen Kunst widmet, ist ein Besuch wert. Hier werden Werke von schwedischen und internationalen Künstlern ausgestellt. Und es gibt regelmäßige wechselnde Ausstellungen.
Nun zu einem weiteren Funfact über Bustard. Das Geheimnis des Strandpromenadenhauses. Ein kleines, unscheinbares Haus an der Strandpromenade von Bustard war früher ein beliebter Treffpunkt für berühmte Schriftsteller und Künstler. Darunter auch Astrid Lindgren, ja, ihr wisst schon, die Pippi Langstrumpf-Schreiberin. Viele literarische Werke sollen hier inspiriert worden sein. Die Tennishauptstadt Schweden. Bostad wird oft als Tennishauptstadt Schweden bezeichnet. Neben den berühmten Swedish Open gibt es zahlreiche Tennisplätze in der Stadt. Und viele junge Talente kommen hierher, um zu trainieren und sich mit anderen Spielern zu messen. Königlicher Besuch. Ja, ihr glaubt es kaum. Auch die Königsfamilie schlägt hier in Bostad auf. Der Swedish Open zieht nicht nur die Tennisstars an, sondern auch das schwedische Königshaus. Mitglieder der königlichen Familie besuchen regelmäßig das Turnier und unterstützen die Spieler von der Tribüne aus. Historischer Marktplatz. Der Marktplatz von Bostad ist seit dem Mittelalter ein zentraler Treffpunkt für Händler und Bewohner. Hier finden regelmäßig Märkte und Veranstaltungen statt, die einen Einblick für die lokale Kultur und Geschichte bieten. Literarische Inspiration. Bostad hat viele Schriftsteller und Künstler inspiriert. Der berühmte schwedische Schriftsteller August Strindberg soll einige seiner Werke hier verfasst haben, während er die Ruhe und die Schönheit der Stadt genoss. Gourmetziel Bostad ist auch ein kulinarisches Ziel. Die Stadt hat mehrere preisgekrönte Restaurants, die lokale und internationale Küche anbieten. Besonders bekannt ist das Restaurant Sand, das für seine frischen Meeresfrüchte und seine Lage direkt am Strand geschätzt wird. Golfparadies. Auch Golf ist hier möglich. Neben dem Tennis ist Bostad auch ein beliebtes Ziel für Golfer. Die Bostad Golf Club, eines der ältesten Golfclubs in Schweden, bietet zwei erstklassige 18-Loch-Plätze, die sich harmonisch in die wunderschöne Landschaft einfügen. Filmdrehort. Bostad diente als Drehort für mehrere schwedische Filme und TV-Serien. Die idyllischen Landschaften und das charmante Stadtbild bieten die perfekte Kulisse für romantische und dramatische Szenen. Man glaubt es kaum, auch Bostad ist ein Surfspot. Obwohl es vielleicht nicht das Erste ist, was man in den Sinn bekommt, wenn man an Bostad denkt, auch gute Bedingungen für Wassersportarten wie Windsurfen und Kitesurfen ist hier möglich. Denn die Küstenwinde und die Wellen der Ostsee ziehen Wassersportbegeisterte an, besonders im Frühling und im Herbst. Feste und Festivals. Neben dem Tennisturnier ist Bostad Gastgeber für verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Das Bostad Chamber Music Festival zieht Musikliebhaber aus der ganzen Welt an und bietet Konzerte mit erstklassigen Musikern in einer intimen und historischen Umgebung. Bostad ist also nicht nur wegen seines Tennisturniers eine Reise wert. Die Mischung aus sportlichen, kulturellen und natürlichen Highlights macht die Stadt zu einem besonderen Ort. Ob ihr nun die luxuriöse Atmosphäre im Yachthafen genießen wollt, die einzigartige Sauna auf der Seebrücke erleben wollt oder einfach die faszinierende Geschichte der Stadt entdecken möchtet, Bostad hat für jeden etwas zu bieten. So, das war's leider heute schon wieder. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in die Stadt Bostad gefallen hat und euch dazu inspiriert hat, diesen wunderbaren Ort selbst zu besuchen. Bis zum nächsten Mal und eine gute Reise, euer MomaCamp-Kanal.